Hallo, grüß Gott und grüß Die Frage steht im Raum: Wie aktuell ist die Kontrabassschule von Ludwig Streicher heute noch? Ich freue mich, dass ich meine Meinung zu dieser Frage äußern kann. Ich will gleich vorausschicken, dass in den gut 30 Jahren, die ich bisher als direkter Nachfolger Streichers an der Wiener Musikuni lehre, seine Schule durchaus die Grundlage meines Unterrichts war und immer noch ist. Wer Ludwig Streicher, seinen autoritären Stil und seine Kompromisslosigkeit gekannt hat, mag seine Zweifel haben. Selbstverständlich bin auch ich der Meinung, dass zum Beispiel seine Instrumentenhaltung stehend mit dem aufgestellten linken Fuß nicht für alle und nicht für jedes Instrument geeignet ist oder dass es Fingersätze gibt, die nicht für jede Hand funktionieren und nicht mit jedem Daumen. Der grundsätzliche Zugang zum Üben aber ist auf jeden Fall aktueller denn je. Moderne Medien wie YouTube und Co. verführen heute viele zu einer Oberflächlichkeit, die in jeder Hinsicht diametral zur akribischen Detailarbeit Streichers steht. Blendwerk und Schule der Beiläufigkeit also, statt schlackenloser Technik und ausgefeilter Interpretation. Was Streichers Schule von den meisten anderen unterscheidet, ist das Arbeiten mit ganz kurzen Übungsteilen oft nur wenige Takte lang. Das halte ich für einen äußerst wichtigen Zugang, eigentlich den einzigen sinnvollen für die Entwicklung einer guten Technik. Zuerst die Analyse eines Problems bis ins kleinste Detail, dann das Arbeiten daran und schließlich das kontrollierte Zusammensetzen der Teile gibt die Sicherheit, dass es auf dem Podium zuverlässig funktioniert und noch dazu in relativ kurzer Zeit. Ein weiterer ganz wesentlicher und meines Erachtens unerlässlicher Aspekt ist die konsequente Organisation der Lagen, und zwar sowohl in den Hals- als auch in den Daumenlagen. Besonders letztere werden oft vernachlässigt, hier aber in den Bänden 4 und 5 der Schule ausgiebig erschlossen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Lagenwechsel von Ton zu Ton denkt oder von Lage zu Lage. Vorlegen und liegen lassen der Finger. Darauf hat Streicher penibel geachtet und das halte ich bis heute genauso. Sowohl in technischer als auch in musikalischer Hinsicht ist dieses System genial. Ein gutes Legato mit Seitenübergang geht kaum anders. An dieser Stelle will ich auch den Seitenübergang durch Bogendrehen als essentiell erwähnen. Das funktioniert so gut wie vor 50 Jahren. Damit bin ich schließlich bei der Bogenführung angelangt. Dass unsere Wiener Bogenführung sowie die Prager einen großen Ton produziert, wenn man ihn denn will, ist wohl unbestritten. Fast wichtiger ist aber die bewegliche, weiche Lagerung der Bogenstange zwischen Daumen und Zeigefinger, die ein reiches Spektrum an Artikulation, Phrasierung und vieler namenloser musikalischer Kleinigkeiten und Winzigkeiten ermöglicht, aus denen letzten Endes die individuelle musikalische Sprache entsteht. Schließlich hat Ludwig Streicher seine Schule nicht ohne Grund mein Musizieren auf dem Kontrabass genannt. Ich habe hier versucht, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, die Eckpfeiler dieser Schule zu umreißen. Wenn man diese sinnvoll als Grundlage für den eigenen Unterricht verwendet, mit eigenen Ideen erfüllt und konsequent weiterdenkt, kann man die Frage nach der Aktualität dieser Schule auf jeden Fall mit sehr aktuell beantworten. Natürlich haben wir uns hier gemäß dem Motto dieses Meetings nur mit dem materiellen Teil der Schule befasst, mit dem, was man in gedruckter Form beim Doblinger kaufen kann. Da gibt es aber noch das, was nicht gedruckt worden ist. Die Schule Ludwig Streichers als künstlerische Idee, als musikalische Überlieferung. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank.